Ein herzliches Moin Moin und Moin Moin und herzlich willkommen zu Pokémon Trading Card Game, das Tutorial, wie ihr es wahrscheinlich schon entnehmen konntet. Beim letzten Mal haben wir ein paar Packs geöffnet. Ich wollte Decks zusammenstellen und eigentlich ein paar Spiele machen, aber ich habe gemerkt, es wissen gar nicht mal so viele, wie die Regeln überhaupt funktionieren. Und deswegen machen wir das heute, so ein kleines Tutorial, wie halt das alles funktioniert, das ganze Kartenspiel. Und ich kenne es auch von früher halt. Früher habe ich selber gesammelt, ich konnte die Regeln auch selbst nicht. Wir haben halt nicht damit gespielt. Wir haben nur gesammelt. Und wir kamen auch nie auf die Idee oder so, hier die Spielerleitung zu lesen. Naja, ist dann nun mal so gelaufen, ne? Viel getauscht und ist halt traurig, dass ich die ganzen Karten irgendwie nicht mehr behalten habe. Die sind irgendwie kaputt gegangen, keine Ahnung. Sonst hätte man bestimmt noch was rausschlagen können. Naja, egal. Wir kümmern uns jetzt heute um das Spiel selbst und dazu gehen wir jetzt einmal in den Deck Manager. Ich habe da nämlich schon mal was vorbereitet. Und schauen uns erstmal so ein Deck an. Genau. Kann man hier... Ja, ich will lieber bearbeiten. Hat man eine bessere Übersicht. So. Da hat man es doch. So, ich habe hier oben schon mal ein kleines Deck gebaut. Ihr seht hier in der oberen linken Leiste drei Kategorien. Pokémon, Trainer und Energie. Das sind auch die drei Kartenarten, sage ich jetzt mal. Ne, wir fangen natürlich erstmal mit den Pokémon-Karten an, ne, wofür auch der Name steht. Ist halt der wichtigste Bestandteil in diesem Kartenspiel. Wir gucken uns mal eine Karte an. So, Frubat zum Beispiel. Um Pokémon dreht sich's halt. Ne, wer keine Pokémon mehr hat, der hat verloren. Und deswegen sind die halt besonders wichtig. Die Karte ist folgend aufgebaut. Oben links sehen wir Basiswerte. Rechts die KP-Anzeige, also Kraftpunkte, wie viel jetzt halt maximal hat oder aushalten kann. Daneben der Typ, in dem Fall halt Pflanze. Dann sieht man ein kleines Artwork, schön gemacht. Und dann die Attacken. Darunter sind halt noch Schwäche, Resistenz und Rückzugskosten aufgeteilt. Das ist eigentlich im Grunde der ganze Aufbau einer Karte. Jetzt gehen wir auf die einzelnen Punkte mal eben ganz kurz ein. Basis-Pokémon heißt also, dieses Pokémon können wir sofort spielen, ohne irgendwelche Bedingungen. Ne, Basis können wir immer sofort einsetzen. Ne, KP dürfte, glaube ich, klar sein, also Kraftpunkte. Wenn diese 60 erreicht sind, ist dieses Pokémon besiegt und geht auf den Friedhof. Beziehungsweise auf den Kartenfriedhof diesmal. Ne. Elemente, darauf kommen wir später noch zurück. Und dann gehen wir mal auf die Attacken ein. Und zwar haben Attacken, also man sieht hier die Kosten dieser Attacke, was es alles braucht. In dem Fall zum Beispiel nehmen wir mal Plumps, braucht eine grüne Energie und eine weiße. Dann steht da der Name in der Regel. Ne? Oft haben Attacken auch einen Effekt, wie es zum Beispiel bei Synthese, bei der ersten. Diese Effekte können grundverschieden sein, jetzt alle durchzugehen. Das würde einfach viel zu lange dauern. Deswegen immer durchlesen und gucken, was die Effekte können. Und rechts steht dann immer der Wert, wie viel Schaden diese Attacke zufügt. Halt den gegnerischen Pokémon, klar. Nicht im eigenen. Das ist eigentlich so das Grunddingen. Schwäche. Beispielsweise hat dieses Pokémon eine Feuerschwäche. Das heißt, Feuer-Pokémon, rote Karten also, machen doppelt so viel Schaden an dieser Karte hier. Deswegen immer aufpassen, wenn ihr gegen ein Feuerdeck spielt, hat diese Karte eigentlich schon einen sehr Nachteil. Resistenz, es wird halt nicht halbiert, der Schaden, sondern immer 20 Punkte weniger. Das können wir gleich wahrscheinlich auch noch an anderen Karten sehen. Und die Rückzugskosten sind halt, man braucht so viel Energie, um dieses Pokémon wieder zurück auf die Bank zu setzen. Ne? Wie das Spielbrett nachher aussieht, das schauen wir uns auch gleich noch an.
So, das war ein Basis-Pokémon. Ja, schauen wir uns das nächste Mal an. Nehmen wir mal die Weiterentwicklung, Frubeila. Ja, wie ihr seht, ist ein kleiner Unterschied da, und zwar hier oben links steht Phase 1 und das Bild von Frubeil, was wir gerade gesehen haben. Ja, Frubeila entwickelt sich nämlich aus Frubeil. Das heißt, wir können Frubeila nicht sofort spielen. Ja, wir müssen erst Frubeil, also in dem Fall ja, ein Frubeil halt auf dem Feld haben und eine Runde später, man kann halt nicht in derselben Runde machen, es sei denn irgendwelche Effekte. In der Regel müssen wir eine Runde warten, damit wir Frubeil dann auf Frubeiler auch dann auf Frubeil legen können. In dem Beispiel halt. Ja, wir sehen schon, eine Entwicklung bringt etwas. Es hat mehr KP und verursacht in der Regel auch mehr Schaden. Dafür hat es aber auch meistens, nicht immer, auch mehr Rückzugskosten. Ja, dasselbe nochmal bei Fruyal, also die zweite Phase in der Entwicklung und auch die, natürlich auch die stärkste, hat natürlich wesentlich mehr Kraftpunkte und verursacht wesentlich mehr Schaden. Ja, deswegen, es lohnt sich schon, die Pokémon dann im Kampf zu entwickeln, wenn man dann soweit ist. So, haben wir denn mal so eine Karte mit Resistenzen? Das keine. Dass wir das mal sehen können. In dem Deck natürlich keine einzige. Schön. Das können wir hier unten mal sehen. Und zwar Absol, schwarze Karte, also Unlicht. Genau derselbe Aufbau wie bei allen anderen Karten. Ihr seht die Schwäche und daneben die Resistenz. Hier seht ihr es einmal, das ist minus 20. Also bei lilanen Karten hat Absol, kriegt er 20 weniger Schadenspunkte durch Attacken. Schon mal sehr, sehr schön. So, dann gibt es noch diese GX oder diese besonderen Karten. Wie zum Beispiel hier Viridium GX. Das sind diese EX, GX und V-Karten. Davon haben wir im Pack auch letztes Mal welche gezogen. Und auch Mega-Entwicklung und Tech-Team gehören natürlich auch dazu. Dazu, das ist aber für Fortgeschritten. Wir gehen jetzt nur die Basics durch. Diese Karten sehen etwas anders aus, wie ihr schon seht, sehen könnt. Und sind in der Regel auch sehr viel stärker. Ne? Ihr seht schon 170 Kraftpunkte, Basisdingen, also kann man sofort spielen. Die Attacken sind in der Regel stärker. Ihr seht auch eine GX-Attacke hier zum Beispiel. Ja, das ist eine Attacke, die kann man einmal während des gesamten Spiels, kann man eine GX-Attacke verwenden. Die sind halt besonders stark oder haben besondere Effekte, die halt wirklich mächtig sind. Deswegen kann man die nur einmal pro Spiel einsetzen. Deswegen muss man auch gut überlegen, wann das der Fall ist. Ne? Da die Karten aber so stark sind, bekommt man mehr Preiskarten, wenn man so eine Karte auch besiegt. Zu den Preiskarten kommen wir gleich noch, wenn wir uns das Spiel mal angucken, das Spielbrett. So, das sind erstmal die Pokémon-Karten an sich. Es gibt verschiedene Farben: Grün, Blau, Rot, Schwarz, Lila, Gelb. Das sind die einzelnen Elemente. Jedes Element hat eine, oh, in der Regel eine Schwäche und oft, sehr oft eine Resistenz. Deswegen ist es wie ein kleines Steinschere-Papierspiel. Zum Beispiel ist Feuer schwach gegen Wasser, also Rot ist schwach gegen Blau. Und ja, Wasser ist schwach gegen Pflanze, Pflanze ist schwach gegen Feuer. So, man kennt's, ne? Für die ganzen Pokémon-Fans da draußen brauche ich das halt nicht erklären. Gut, dann schauen wir uns mal die nächste Kategorie an. Und zwar die Trainerkarten. Jo. Die Trainerkarten kann man sich so vorstellen, sowas wie Zauberkarten, wie bei Yu-Gi-Oh!, um jetzt mal so eine Referenz zu machen. Diese Trainerkarten sind auch nochmal in verschiedene Kategorien eingeteilt und haben besondere Effekte. Diese Effekte sollte man sich auch schon schön durchlesen, damit man weiß genau, was es ist. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht einzelne Karten hier durchgehen. Und welche Effekte die können. Die einen ziehen halt
Karten vom Deck, die anderen suchen etwas vom Deck und du kannst direkt auf die Hand nehmen. Andere bringen vom Friedhof wieder ins Deck zurück oder auf die Hand oder aufs Spielfeld und pipapo. Also es gibt ganz viele Effekte. Jetzt aber zu den einzelnen Kategorien, die recht wichtig sind. Und zwar gibt es einmal Itemkarten. Also wir gucken uns mal so eine Trainerkarte an. Beispielsweise Nestball. Ne, oben steht natürlich ganz fett Trainer drauf, ne? Dann halt den Namen dieser Karte. Dann oben rechts sieht man, was für eine Art von Trainerkarte es ist. In dem Fall ein Item. Beziehungsweise früher hat man es halt Item genannt, ne? Du auch. Und halt eine Itemkarte. Und ja, und der Effekt natürlich. Das war's. Mehr ist es eigentlich nicht. Das sind so Karten, die spielt man aus und die landen direkt dann auf dem Friedhof. In der Regel. So, Itemkarten. Itemkarten kann man immer einsetzen, so oft und so viel man will in einer Runde oder in einem Zug. Wenn man halt gewisse Anzahl davon auf der Hand hat. Also man kann sofort ausspielen, den Effekt nutzen, fertig. Bums. Itemkarten. Schöne Dinger. Dann gibt es Unterstützerkarten. Das ist hier so in roter Schrift oben rechts. Unterstützerkarten sind sehr starke Effekte. Dafür darf man auch aber nur eine Unterstützungskarte pro Zug spielen. Deswegen muss man da auch immer gut abwägen, wann man welche Karte wo spielt. Wie gesagt, hier hilft es wieder sehr, die Texte zu lesen. Ne, sollte man tun. Und dann gibt es noch, das habe ich jetzt aber kein im Deck, so, zeigen wir hier, in grün, das sieht man jetzt so ganz schlecht, Stadionkarte. Stadionkarte kann man sich so vorstellen wie so eine Feldkarte. Ne, die bleibt auf dem Feld drin, also die landet nicht sofort auf dem Friedhof. Und in der Regel darf jeder Spieler den Effekt dieses Feldes nutzen. Kommt darauf an, was es halt für ein Effekt ist. Stadionkarten kann man natürlich vernichten, halt durch andere Trainerkarten, durch Effekte, durch Fähigkeiten und pipapo. So. Dann kommen wir jetzt zur dritten Art, und zwar Energiekarten. Energiekarten auch besonders wichtig im Trading Card Game, denn wir haben schon gelernt, das kann ich nochmal ganz kurz zeigen, ein Pokémon braucht Energie, um Attacken einzusetzen. Und ohne Energiekarten funktioniert es einfach nicht. Ne? In dem Fall habe ich jetzt mal ein sehr grünes Deck genommen, deswegen haben wir auch viele grüne Energiekarten hier drin, 14 Stück an der Zahl. Haben wir hier noch Doppelenergie, das ist halt. Zur kurzen Erklärung, das sind zwei weiße Energien. Also zwei von diesen weißen Dingern. Und eine Spezialenergie sollte man sich aber auch nochmal durchlesen. Da komme ich auch nochmal später drauf zurück, wenn wir mal im Spiel sind. Denn weiße Energien, nochmal um darauf zurückzukommen. Mit weißer Energie, das kann alles sein. Man kann. Das sage ich nochmal hier in dem Beispiel. Ja, beispielsweise hier die Attacke Plumps. Man braucht zwingend eine grüne Energie. Eine grüne Energie und eine weiße. Eine weiße kann sein Feuer, Wasser, Unlicht, Psycho. Also alles kann da dran gelegt werden, damit diese Attacke halt dann funktioniert. Oder halt so eine Doppelenergie. Nur das wäre halt dann in dem Fall Verschwendung sogar. Weil. Das Pokémon dann halt drei Energien hätte, also eine Doppel und Grün, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe. Ich weiß, mein Kopf, der geht manchmal schneller als meine Erklärungen dann folgen. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Gut. Das war's eigentlich soweit mit den Grundarten. Also ihr seht schon, ich habe eine ausgewogene Mischung halt aus 20 Pokémon, 20 Trainer, 20 Energie. Also 3-3-3, weil ein Deck besteht aus 60 Karten. Deswegen eine schön ausgewogene Mischung. Jetzt schauen wir uns aber mal das Spielbrett an. Und dazu gehen wir nochmal hier in den. Ups, gehen wir mal hier raus. So. Und machen einfach mal ein Testduell gegen ein NPC. Da kann man dann nochmal in Ruhe erklären.
So. Ne? Du bist am Zug, das heißt, ich fange an. Wir fangen immer an mit sieben Karten auf der Hand. Also wir ziehen sieben Karten vom Deck. Das ist unsere Starthand. Ne? Ihr seht schon, wir haben drei Energiekarten, drei Trainerkarten und eine Pokémon-Karte. Ne? Zum Glück Basis, denn wenn man kein Basis-Pokémon auf der Starthand hat, muss man seine komplette Hand wieder ins Deck zurücklegen, man mischt, zieht sieben neue Karten. So lange, bis man auch ein Basis-Pokémon auf der Hand hat. Nachteil daran ist, jedes Mal, wenn man das machen muss, kann der Gegner eine zusätzliche Karte auf der Starthand ziehen. Das ist natürlich Vorteil für den Gegner, sollte also nicht zu oft passieren. So, wir haben hier Samurzel. Das können wir jetzt hier mittig an der Fläche anlegen, so wie ihr es seht. Zack, so, jetzt ein bisschen was passiert. Und zwar sind sechs Karten vom Deck hier rüber geschwungen, und zwar bei jedem Spieler. Das sind die sogenannten Preiskarten. Sechs Stück. Immer wenn wir ein Pokémon des Gegners besiegen, können wir eine Preiskarte ziehen. Die sind natürlich verdeckt, weil wir nicht wissen, was es ist. Ziel des Spiels ist halt entweder alle sechs Preiskarten zu ziehen, damit hat man das Spiel gewonnen, oder der Gegner hat keine Pokémon mehr, sei es halt aktiv oder auf der Bank, so wie ihr es da sehen könnt. Ich habe zum Beispiel jetzt keinen auf der Bank. Wenn der Einspieler keine Pokémon mehr hat, hat er das Spiel auch verloren. Oder, ne, die dritte Möglichkeit, man geht Deckout. Sprich, man kann keine Karten mehr ziehen. Dann hat man auch verloren. Ne? Also die drei Möglichkeiten gibt's. Wir fangen jetzt mal an. Wir konnten jetzt mit jedem Zug ziehen wir erstmal eine Karte. In dem Fall haben wir zurück Raupi gezogen, noch ein Basis-Pokémon. Das können wir jetzt schön auf die Bank legen. Auf der Bank haben fünf Karten Platz. Plus das aktive Pokémon sind halt sechs in der Zahl. Immer wenn ein Pokémon besiegt wird, landet es halt auf den Ablagestapel und man kann ein Pokémon aus der Bank zum aktiven Pokémon machen. Und dann kann man auch die Bank halt neu besetzen. Also so kein Problem, wenn man genug Pokémon hat. So, ihr habt gerade gesehen bei Raupi. Raupi hat hier eine Fähigkeit und zwar anpassungsfähige Entwicklung. Manche Pokémon haben halt Fähigkeiten, nur manche Karten. Diese Fähigkeiten könnt ihr während der Runde immer wieder halt einmal einsetzen in der Regel. Wieder einmal, ja. Lest euch diese Fähigkeiten durch und die kann man halt immer einsetzen, wenn man am Zug ist. Beziehungsweise hier, in dem Fall kann sich Raupi sofort im ersten Zug weiterentwickeln, wenn ich ein Safcon auf der Hand hätte. Das provozieren wir gleich mal. So, ansonsten, man darf pro Runde eine Energie an ein einziges Pokémon anlegen. Das heißt, überlegen, was man tut. In dem Fall legen wir jetzt mal eine Pflanzenenergie hier an Samurzel ran. Denn Samurzel, wie ihr seht, braucht nur eine weiße Energie, hat gerade eine grüne bekommen halt, und damit ist halt die Bedingung erfüllt und kann diese Attacke einsetzen. Ne? Durchsucht euer Deck nach einem Basis-Pokémon und legt es auf die Bank. Das ist der Effekt dieser Attacke. Es verursacht halt keinen Schaden, dafür ist es ein Searcher. Also ein Sucher. Bevor wir aber jetzt angreifen, weil wenn wir angreifen, beenden wir automatisch unseren Zug, haben wir hier noch ein paar Möglichkeiten. Wir haben noch ein paar Trainerkarten. Beispielsweise den Timerball. Timerball sorgt dafür, dass ich zwei Münzen werfen muss. Und für jede Münze, die Kopf zeigt, darf ich mir ein Entwicklungs-Pokémon, also ein Phase 1 oder Phase 2 Pokémon, aus dem Deck auf die Hand holen. Und das versuchen wir jetzt mal. Zahl und Zahl. Schade, Pech gehabt. Super, war ja klar. So, da es aber eine Itemkarte war, dürfen wir noch eine Itemkarte spielen. Also Items darf man so oft spielen, wie man will. Zwei Brief vom Prof, setzen wir mal ein. Mit der Karte können wir halt zwei Energien vom Deck auf unsere Hand holen, um unser Deck einfach mal ein bisschen auszudünnen und um die Wahrscheinlichkeit dann dadurch zu erhöhen, bessere Karten zu ziehen. So, viel mehr können wir nicht machen. Wir haben hier noch die Tauschkarte. Die würde ich aber lieber erstmal auf Hand behalten, weil die kann halt kostenlos ein Pokémon, ein aktives Pokémon mit einem von der Bank tauschen. So,
In der Regel würden wir jetzt angreifen. Da es aber unser erster Zug ist, dürfen wir das nicht. Ist leider so. Deswegen müssen wir den Zug jetzt abgeben. Und der Gegner ist dran. Ja, das ist natürlich jetzt ein Autoplay. Wir sehen, er legt Energie an sein aktives Pokémon an und setzt Kunstrad ein. Kunstrad, also man kann immer wieder die Karten hier auch mal angucken, was die Effekte können. Solltet ihr auch dann tun. Zauberasche, okay. Was kann Zauberasche? Mischt 5 Pokémon aus deinem Ablagestapel zurück in dein Deck. Ah, okay, schöne Karte eigentlich. So, wir haben natürlich wieder eine Energie gezogen. Ha, sehr schön. Kein weiteres Pokémon, keine Entwicklung. Schade. Das heißt, wir geben Raupi jetzt auch mal eine Energie, weil hier noch eine Energie drin zu setzen, wäre ein bisschen schwachsinnig, das wäre Verschwendung. Da Samose ja nur eine Energie braucht. Viel mehr können wir jetzt aber nicht mehr tun. Und deswegen setzen wir jetzt Familienruf ein, die Attacke. Und können ein Basis-Pokémon direkt aus dem Deck heraussuchen und auf die Bank legen. In dem Fall suchen wir uns einfach jetzt mal Muruda raus. Ja. Zack. Zug des Gegners, weil es halt die Pokémon-Attacke war. So, der Gegner greift an. Jetzt sehen wir, wir haben, da ist gerade eine Zahl aufgeploppt. Wir haben 40 Schaden genommen durch die Attacke. Samurzel hat nur 50 KP, das heißt noch 10 weitere und Samurzel ist besiegt. Leider Gottes. Deswegen werden wir, ja, Samurzel können wir soweit nicht retten. Wir bereiten in dem Fall erstmal unsere Pokémon auf der Bank vor. Und legen da erstmal Energie dran. Denn Muruda hier, das gucken wir uns mal eben ganz kurz an. Ein Basis-Pokémon. 130 KP, recht stark also für ein Basis-Pokémon. Und ihr seht hier die Energie, welche gebraucht wird. Und ja, viel Erklärung braucht man, glaube ich, jetzt mal nicht. Also ihr seht die ganzen Werte, die Schwäche, die Rückzugskosten etc. So. Deswegen bereiten wir dieses Pokémon gerade vor. So, Samurzel kann nicht mehr viel tun, bis auf jetzt auch einmal einen Familienruf einzusetzen. Und wir holen uns mal mit Absicht nicht die GX-Karte, weil die wirklich stark sind. Wir holen uns mal einen Frohball auf die Bank. So. Und damit überlebt Samurzel sogar noch, weil wir einfach Glück gehabt haben. Denn Zurokix, also der Gegner hier, man kann sich natürlich auch schön die Pokémon der, oder die Karten der Gegner angucken. Er muss halt 2 Münzen werfen für jede Münze, die Kopf zeigt. Nehmen wir 20 Schaden. Diesmal war zweimal Zahl und wir haben halt gar keinen Schaden genommen. Huhu. Das heißt, wir können Samurzel retten. Denn wir bereiten hier Muruda weiter vor. Jetzt hat Muruda eine grüne Energie und eine Doppel-Weiß-Energie. Das heißt, es kann alle Attacken einsetzen, die es sowieso schon hat. Und darüber hinaus kann es sogar noch die Fähigkeit einsetzen. Von der zweiten Attacke. Wenn an diesem Pokémon mindestens ein Spezialenergie angelegt ist, fügt diese Attacke 60 Schadenspunkte mehr zu. Spezialenergie, kann man das hier nochmal sehen? Doppelenergie zum Beispiel zählt als Spezialenergie. Alle einzelnen, also grün, blau, rot Energiekarten zählen als Basisenergiekarten, die einzelnen Dinger. Ne, alles, was so ein bisschen special ist, ja, wie der Name schon sagt, Spezialenergie. Ne, das heißt, mit dem momentanen Setup, was es gerade hat, kann ich nicht nur 60, sondern 120 Schaden pro Angriff verursachen, was schon recht stark ist. Jetzt machen wir mal kurz einen Rückzug, um das zu sehen. Ich könnte natürlich auch die Tauschkarte spielen, mache ich jetzt aber nicht, um das einfach mal zu zeigen. Wir klicken hier auf Samurzel. Wir könnten entweder angreifen oder einen Rückzug antreten. Das machen wir jetzt auch. Ihr seht, Rückzug kostet eine Energie. Haben wir. Und jetzt wählen wir uns das Pokémon aus, was wir auf der Bank haben. Bäm. So, die Energie ist gerade auf den Ablagestapel gekommen, also am Friedhof. Und Samurzel kehrt auf die Bank zurück. Ein Rückzug ist kein Angriff. Das heißt, wir haben noch einen Angriff frei. Und den setzen wir jetzt auch ein mit dem Spezialanker. Also, wir haben gelernt. 60 hat es drauf. Wir haben eine Spezialenergie ausgerüstet, also 60 nochmal plus. Ein Schaden von 120. Und damit ist Zurokix besiegt. Jetzt ploppen hier die 6 Karten auf, die Preiskarten. Wir dürfen uns eine davon aussuchen.
Ne? Zack. Haben wir. Und jetzt haben wir nur 5. Nach Adam Riese, klar. Und so funktioniert das ganze Spiel. Ne? Mehr ist es nicht. Ich hoffe mal, wir kriegen gleich noch eine, irgendwie eine Entwicklung zu sehen. Ah ja, okay. Jetzt ist noch etwas passiert. Und zwar Pikachu. Pikachu hat unser Muruda paralysiert. Also es gibt hier auch Statuseffekte, ne? Wie Paralyse, Brand, Vergiftung, Schlaf und Verwirrung. In dem Fall ist es jetzt paralysiert. Das zeigt es auch an, dass es sich nach rechts auf die Seite gedreht hat, die Karte. Ein Pokémon, das paralysiert ist, darf nicht angreifen in dem Zug und es darf nicht regulär ausgetauscht werden. Also es darf keinen Rückzug antreten. Diese Paralyse kann man durch spezielle Trainerkarten heilen oder ich dürfte jetzt zum Beispiel auch Tausch verwenden, um das halt zurückzuziehen und ein anderes Pokémon vorzuschicken. Das geht also mit gewissen Trainerkarten kann man das ausspielen. Machen wir jetzt in dem Fall aber nicht. Um einfach mal zu sehen, was passiert, weil, wie wir sehen, hat der Gegner keine Pokémon mehr auf der Bank und wenn wir Pikachu jetzt besiegen würden, wäre das Spiel schon vorbei. Ich will da noch ein bisschen was zeigen. Und zwar sehen wir hier schon mal noch eine spezial grüne Energie. Ja, hätten die, ich komme gleich. Also eine spezial grüne Energie. Ich glaube, jedes Element hat auch eine spezielle Energie. So genau weiß ich das jetzt nicht, weil die halt neu dazugekommen sind. Also, diese Energie hier liefert eine ganz, wie ganz normal eine Base-Energie, halt einen Energiepunkt, einen grünen. Plus hat noch einen weiteren Effekt. Und zwar kann das Pokémon, was mit dieser Energie ausgerüstet ist, keinen Statuseffekt erleiden. Das heißt, keine Paralyse, kein Gift, keine Verwirrung, kein Schlaf, kein Brand. Eigentlich ein sehr schöner Effekt, ne? Ich könnte das jetzt auf Muruda legen. Muruda wäre von der Paralyse geheilt, könnte angreifen, Spiel ist gewonnen. Da ich jetzt euch noch was zeigen möchte, und zwar eine Entwicklung am besten, lassen wir das jetzt mal ganz kurz noch sein und legen einfach mal eine Energie hier nochmal an, Raupi an. So, wir beenden unseren Zug. Die Paralyse ist geheilt. Und es versucht es schon wieder und schafft es sogar. So, wir sind wieder paralysiert. Super. Wir ziehen aber auch jetzt kein Pokémon, was jetzt nochmal zur Entwicklung führt, ne? Deswegen beenden wir nochmal. Natürlich, der Vorführeffekt. So, diesmal sind wir nicht paralysiert. Ach komm, ich möchte doch nur ein Pokémon haben, um sich zu entwickeln. Danach können wir das Spiel ruhig beenden. Ja, hier haben wir unsere GX-Karte, das ist natürlich auch ein Basis-Pokémon, deswegen legen wir es auf die Bank. Können wir auch schon mal damit ausrüsten. Spezialenergie natürlich auf unser GX-Pokémon, damit auch bloß keine keinen Status erleidet. Keinen negativen. So. Jetzt bitte lass mich doch mal eine Karte ziehen. Also eine Karte, halt, die mir jetzt eine Entwicklung bringt. Leute. Okay, wir greifen einmal an. Der hat ja noch ein Pokémon auf der Bank. Ziehen leider nur eine Energie. Ja, es passiert eigentlich jetzt nur dasselbe die ganze Zeit. Wir können eigentlich in Ruhe abwarten. Jetzt ist eine Entwicklung passiert und zwar hat der Gegner es gemacht. Es ist gerade eine Menge passiert. Und zwar hat der Gegner seinen Pikachu zu einem Raichu weiterentwickelt. Ne, ihr seht, er hat die Karte draufgelegt, es ist ein bisschen so pling-pling passiert und Raichu ist erschienen. Raichu besitzt natürlich andere Attacken und ist wesentlich stärker. Deswegen hatten wir gerade 100 Schaden kassieren müssen. Und haben jetzt noch 30 KP über, bevor Muruda down geht. Ne, das Problem ist natürlich jetzt für den Gegner, er hat keine Energie mehr an seinem aktiven Pokémon. Das heißt, wir haben Zeit. Er schafft es halt nicht in einer Runde
so viel Energie wieder dran zu legen, dass Raichu wieder angreifen kann. Heißt für uns. Ach nee, komm, wir greifen noch nicht an. Wir warten. Wir haben Zeit. Ich möchte jetzt ein Pokémon haben, damit ich ein Pokémon von mir entwickeln kann. Bitte, please, Spiel. Nein? Schade. Ja, dann setzen wir halt mal eine Unterstützerkarte ein. Ja, wir hatten bisher ja nur Itemkarten eingesetzt. Unterstützer dürfen wir halt, wie gesagt, nur einmal pro Runde einsetzen. Das machen wir jetzt auch. Ja, zum Beispiel. In dem Fall war es der Effekt, tauscht das aktive Pokémon gegen ein aktives Pokémon eines Gegners aus. Da der Gegner nur ein Pokémon hat, haben wir das jetzt auch so gemacht. Boah, wurde halt das ausgewählt. Das können wir angreifen. Es ist besiegt. Und ja. Bei Bruder wird es jetzt ziemlich eng. Ne, wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Entwicklungs-Pokémon, was ihr schon die ganze Zeit gesehen habt. Es ist aber ein Phase-2-Pokémon. Samurzel entwickelt sich einmal zu Blanas und Blanas dann hier zu Tangolist. Deswegen, wir können Tangolist nicht direkt auf diese Karte drauflegen, weil halt eine Zwischenstufe dafür fehlt. Wir setzen unsere Tauschkarte ein und gehen zu unserer GX-Karte. Mit unserer GX-Karte. Oh, jetzt seht ihr ganz viel, was jetzt da gekommen ist. Unsere GX-Karte hat zwei Angriffe, ganz normal, wie ganz normale Karten auch. Und ein GX-Angriff. Dieser GX-Angriff, den können wir halt nur einmal pro Spiel einsetzen. Nicht pro Runde, sondern wirklich pro Spiel. Und wie gesagt, da ist es halt wirklich wieder die Effekte. Wir wollen aber nicht angreifen, wir wollen zwei Karten ziehen. Also das ist auch natürlich der Angriff von ihm, dass wir zwei Karten ziehen dürfen. Dafür nehmen wir der Gegner halt keinen Schaden. Und wir haben schon die richtigen Karten gerade gezogen, um unsere Pokémon weiterzuentwickeln. Also wir hätten das Spiel schon längst beenden können. Habe ich aber jetzt mit Absicht nicht gemacht. So, wir haben ein Raupi. Und wir haben hier ein Safcon. Ihr seht schon oben links wieder. Kann man es so größer machen? Ja. Phase 1, Raupi, ne, wird benötigt. Damit sich halt, damit wir diese Karte ausspielen können. Das haben wir jetzt auch. Das heißt, wir nehmen einfach jetzt mal diese Karte in der Hand und ihr seht schon, Raupi blinkt auf. Ne? Das heißt, wir können diese Karte nur auf Raupi drauflegen. Das machen wir jetzt auch. Zack. Und schon ist Raupi zu Safcon geworden. So, dasselbe können wir hier mit Frobei machen. Zack. So. Stärker geworden, stärkere Attacken. Schön. Was man immer darauf dabei beachten muss, wenn ein Pokémon schon Schaden erlitten hat, wie zum Beispiel hier Samurzel, 40 Schaden hat es ja schon drauf, und ich entwickle es weiter, nimmt das entwickelte Pokémon auch diese 40 Schadenspunkte mit. Das heißt, es hat schon diesen Schaden erhalten. Deswegen muss man da immer aufpassen. Und das heißt, wir, ja, wir greifen jetzt ganz normal an. Machen wir nicht, denn wir wollen Raichu one-hitten. Denn ihr seht schon. Yep. So. Feinfühlige Klinge. Macht normalerweise 50 Schaden. Raichu hat... Hat 90 KP. Deswegen, das würde nicht reichen, um Raichu jetzt aus dem Spiel zu nehmen. Aber feinfühlige Klinge hat einen Effekt. Wenn du eine Unterstützungskarte während dieses Zuges aus deiner Hand gespielt hast, fügt diese Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu. Sprich, es wird zu einem Schaden von 130. Und das reicht dicke, um Raichus 90 KP, ja, halt wegzubürden. Sprich, wir müssen eine Unterstützungskarte spielen, um Raichu jetzt auszunocken. Und zum Glück haben wir eine auf der Hand, und zwar die Nachahmerin. Wir legen alle unsere Karten zurück aufs Deck. Und ziehen genauso viele Karten, wie der Gegner auf der Hand hat. Ist natürlich jetzt ein Nachteil für uns. Wir haben halt viel mehr Karten als unser Gegner. Der hat nämlich nur 4. Wir machen es aber trotzdem, um einfach Raichu jetzt aus dem Spiel zu nehmen. Und können, da wir 4 neue Karten gezogen haben, können Samurzel weiterentwickeln.
weiterentwickeln. So, nicht weiterentwickeln. So, ihr seht jetzt hier nochmal die Weiterentwicklung plus halt diese 40 Schaden, die es schon erlitten hat, ne, wie ich es gerade auch beschrieben habe. So, wir geben Lana schon mal eine Spezialenergie, weil ich weiß, dass die höchste Entwicklung von ihm so eine Doppelenergie nötig hat. Und jetzt können wir mit Feinfreaker Klinge Raichu besiegen. So. Wir nehmen wieder unsere Preiskarte. Der Gegner hat nur noch ein Pokémon. Das können wir gleich... Okay. Er hat noch ein weiteres auf die Bank gelegt. Ich dachte, jetzt können wir das Spiel beenden. Wir setzen nochmal einen Timerball ein, um zu gucken, ob wir einen... Ja, wir bekommen eins. Was nehmen wir denn? Ja, wir bereiten... Wir nutzen hier die Vorbereitung weiter. Und zwar können wir jetzt Lanas zu Tangolis weiterentwickeln. Das Problem dabei ist, man kann es nicht immer sofort machen, halt wenn man zum Beispiel jetzt Samurz auf dem Feld hatte und Lanas und Tangolis beide auf der Hand hat, kann man nicht erst Lanas und dann sofort Tangolis, also zu Phase 2 weiterentwickeln, sondern man muss immer eine Runde warten. Also man kann dann das Basis zu Phase 1 weiterentwickeln, dann eine Runde warten und dann erst zu Phase 2, damit es einfach fair bleibt. So, jetzt haben wir ein Phase 2 Pokémon da liegen. Das setzen wir auch gleich mal ein. Wir können hier... ich möchte gerne rückziehen. Ich kann nicht rückziehen. Ha! Wegen der Fähigkeit des Gegners. Er hat mich halt mit Bedrängen angegriffen und das war das Pokémon, was getroffen wurde, in dem Fall Viridium, darf sich in dieser Runde nicht zurückziehen. Okay, gut. Wenn er halt von dem niedergemacht werden möchte, dann machen wir das. Wir setzen wieder eine Unterstützerkarte ein, damit die Attacke wieder 130 Schaden macht. Und nehmen die Preiskarte. Okay. Da haben wir das Phase 2 für Frubeiler gezogen, von den Preiskarten. Flinke Kopfnuss, jetzt dürfen wir ausswitchen. So, und das machen wir jetzt auch. Rückzug. Also es kostet wieder eine Energie. Und wir gehen auf Fruyal. Also das, was wir gerade entwickelt haben. Tun eine Energie auf die Bank. Weil es halt eine Energie kostet. Und ihr seht schon. Wir brauchen maximal nur zwei Energien, um alle Attacken von Fruyal einzusetzen. Und ihr seht, es besitzt eine Attacke, die 100 Schaden verursacht. Ne, zufälligerweise besitzt Irokex nur 100 KP. Das heißt, wir kriegen jetzt genau auf 0 und können unsere letzte Preiskarte ziehen. Und damit... Achso, die Fähigkeit, die aktivieren wir jetzt mal nicht. Letzte Preiskarte gezogen und wir haben gewonnen. So einfach ist ein Spiel. Es gehört ein bisschen Übung dazu, klar. Dazu sind die NPCs auch gut geeignet. Kann man gut machen. So, das war es eigentlich soweit mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat die näher gebracht, die sich mit dem Spiel noch gar nicht so auskennen. Diejenigen, die es kennen, hoffe ich, dass es das unterhalten hat. Und wenn ich irgendwas vergessen habe oder falsch erklärt habe, das kann natürlich auch sein, weil ich bin auch noch ein ziemlicher Anfänger mit dem Kartenspiel. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich würde mich gern darauf freuen, das lesen zu können. Also falls irgendwas sein sollte. Ansonsten werden wir beim nächsten Mal vielleicht noch ein paar Packs öffnen und dann mal ein paar echte Spieler halt gegen andere Spieler machen. Aber wir müssen einfach mal schauen. Ne? Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Einschalten. Ne? Euer Aurelien. Ciao.